Jo, der portet dich zu mir, nett. Ist auch ein netter Typ hier. Boah, wie das singt. Wieso krieg ich denn so viel Schaden hier? Einfach nur beim Weglaufen oder was? Boah, Alter, was ist denn hier? Wer verursacht denn diesen Major Damage hier? Heftig, heftig, heftig. Komm schon, ich will in der Gestalt drin bleiben hier. Komm, mach die Prüfung hier. Explodieren hier. Da ist ein Spuckviech hier. Noch eins. Noch eins. Ich habe noch kein. Jetzt habe ich hier der AOE. Der schießt nach vorne. Ach, scheiße. Ich habe. Hatte eh schon Glück, ich dachte zwar nicht ready, ich hab's zu viel, aber ich hab's doch rechtzeitig gedrückt. Jetzt hat der Sensenmann hier. Echo geschafft, irgendwas Interessantes gedroppt. Drei Slots, spinnst du? Ich würde noch ein paar machen, bis auf 32 zu kommen, denn ich krieg dann Bonusstabilität. Ich glaube, das sind genau die Punkte, die ich da oben krieg hier. Das müssten genau die Punkte sein, die ich da oben krieg. Also nur noch ein paar Gegner. Ja, ist eh schon. Habe ich erreicht. Kann ich Portal öffnen weg. So, noch die hier wegmachen hier. Habe ich. 32. Jetzt habe ich auch das Ding hier. Yes. So, zack, 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 zack. Take care. Das hier. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Schön. Glyphe, Glyphe. Sonst nichts, oder was? Alles nichts für mich. Das ist fies. Trotzdem vergleiche ich. Rüstung Ausdauer. Bisschen weniger. Nebenhand brauche ich nicht. Ja, keine Ahnung. Yes. Habe ich. So, dann geht's hier weiter. 58 immer noch. Zwei Punkte hier. Ich glaube, hier waren wirklich 10 drin, gell? Hier waren 10 drin. Einmal, zweimal. Skills. Hier in dem. Jetzt haben wir nicht 4 in dem. Oh. Was haben wir? Die Sense.
3 in dem habe ich. Und das hier, Erntetreffer, haben wir eine Chance, Feinde zu vergiften. Das klingt sehr gut. Reaper Form, zack. Da sind wir hier. Da müssen wir in dieses Ding 2 rein tun. Haben wir. Und dann noch in die Rüstung 4-4. Das hier. Das Netz da, was auch immer das ist, kommen 3 rein. Netz. Okay, hier. Bei der stärksten Fähigkeit hier. Kam auch bei dem Gift 2. Achso, haben wir schon. Was habe ich denn eben geskillt? Und dann nachdem. In das hier. Welle der Todeswelle, well, verursacht mehr Schaden gegen vergiftete Ziele multiplikativ mit anderen Modifikatoren. Ja, ob wir jetzt besser geworden sind, weiß ich nicht, aber wir machen einfach mal weiter. Gefrorenes Meer. 30%, also einfach mehr Ausdauer. Was haben Sie hier? Gar nichts. 25 mehr Widerstände. Echo der Informationen. Gefrorenes Meer. Okay. Ich hoffe, ich habe noch keinen wichtiges Looting übersehen. Oh, jetzt wieder so ein. Okay, das sind diese Steinbeißer hier. Stimmt, genau so kann ich es nennen. Steinbeißer hier. Das ist, glaube ich, das ist der richtige Name hier. Das ist, glaube ich, der richtige Name hier. Könnte man Char ja auch pushen, indem ich diese Steine da rein tue. Aber ich denke dummer, hey, das kann ich mit dem Endgear machen. Aber ich glaube, ich kann doch auf mehrere Art und Weisen das Gear pushen. Das muss ich mir mal anschauen. In einem YouTube-Video. Das mache ich dann halt nach der Aufnahme. Könnte ich auch Aufnahme pausieren, das einfach so machen, aber. Ich hoffe mal, ich mache das hier alles nicht umsonst. Level ja noch dabei. Und ich müsste auch bald wieder Level sein. Boah, was sind die hart? Was ist? Versuchen einfach 20% mehr Schaden. Normale Gestalt, wild. Gleich wie es ist. Scheiß Laser haben die. Fast die falsche Taste gedrückt, habe ich aber nochmal korrigiert. Ah, das ist fies, wenn die Sachen so weit auseinander sind hier. Wenn die Gestalt abläuft. Ich muss ja draufhauen, um die zu verlängern. Es müssen Gegner an Gegner sein.
Hab ich eigentlich die Story durch? Nee, oder? Aber schon ziemlich weit hier. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt die Quest da annehmen darf. Ich hatte so ein Lager, da waren gelbe Quests. Aber ich durfte sie nicht annehmen. Ich habe den Typen, also die Leute angesprochen und irgendwie ist dann halt nichts passiert. Ich konnte mir nur sagen, ja, tschüss. Einfach nur ja, tschüss sagen. Oh oh. Oh oh oh. Weg, 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 weg. Normale Gestalt wild. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was da alles kommt. Okay, das ist halt auch krass hier. Wie will ich denn da Schaden machen, wenn überall irgendwelche Sachen da rumlaufen? Ist das das Endding hier? Ja, anscheinend. Meine Gestalt ist kurz verändert. Okay, das ist geil. Level up war echt schön getimed. Meine Gestalt erhöht. Das ist echt immer so bitter, wenn einfach welche irgendwo stehen und auf dich schießen. Einfach irgendwie schießen auf dich. Und dann haut sogar noch so ein Osche hier zu. Stirb doch endlich, du Sack. Echo erobert, wunderbar, sieht schön aus. 2 an Start, 78. 78 und sogar... Chance auf Blutung, Chance auf Feuerschaden. Jo, Gesundheit erhöht. Ist gut. Noch ein bisschen. Für diese Stabilität hier. Diese schöne Stabilität hier. Ich könnte doch jetzt noch gar nicht einen neuen Char anfangen. Weil imagine, ich habe mich jetzt an den gewöhnt, muss trotzdem noch auf die Leiste schauen und dann würde ich einen neuen anfangen, drücke auf die Taste und dann wechsle ich wieder zurück und muss dann wieder mich gewöhnen. Und drückt dann die gleichen Taste wie beim anderen Char. Also, jetzt tue ich nur noch Fettfingern. Okay. Maximale Stabilität rausgeholt. Oh nee, wieso verkaufe ich die? Und das Ding? Freeze Rate Multiplikator. Das Ding ist halt schon nicht ohne. 78 plus Ding, Mimana Kosten. Irgendwie fühle ich das. Wegen Zauberschaden und Dingschaden. Ob das gut ist, weiß ich ja nicht. Oder nicht gestorben, kriege ich das Ding in der Mitte nicht. Komisch. So ein schöner Butcher-Dings da. 48, 52 Vitalität. Elementarschaden, Intelligenz, Betäubung, Ausdauer. Nee, das Ding... Das sollte alles eigentlich nichts für mich sein. Yes. Es sollte eigentlich alles nichts für mich sein. Okay. Weiter geht's. Jo, das ist echt. Das ist echt unendlich. Straßen von Marrakesch. Machen wir die mal.
Da waren wir doch vorher. Geh dahin, wo die Verstoßenen kämpfen. Jo, hab ich. Ich hatte auch genau vor, da hinzugehen. Soll ich denn sonst hingehen? Einhand. Schön Einhand. Oh, sind wieder Sta. Oh, das ist so ein Dreh der Wirbelsturm auf Fuzzi da. So ein schöner Wirbelsturm, Fuzzi. Ich muss nach unten eigentlich, oder? Laut dem Ding. Warte. Ich muss nach unten, nicht nach oben. Normale Gestalt, wild, wild. Kehre zum oben. Oh, was? Kehre. Rücke zum oberen Platz vor. Ja, da wo ich herkomme. Na klar doch. Komm schon, meine Gestalt geht flöten. Okay, die bleibt jetzt auch nicht mehr. Leider. Zu wenige. Na doch. Das ist immer so ein Special Fuzzi hier. So, wie viele kommen denn da? The fuck? Gesehen, ich muss nach links gehen, laut dem. Aber da ist doch nichts. Jetzt nach rechts. Ach so, da in der Mitte ist irgendwas. Oh. Besiege den imperialen Kommandanten. Okay, versuche ich. Ach, das ist. Ach, der ist schon da. Ach so. Hä? Die Quest war schon abgeschlossen, bevor ich den besiegt hatte. Ja, gar keinen Sinn. Okay. Mehr ist hier nicht. Zack. Die sind ja, glaube ich, gar nicht so schlimm, oder? Die Teile. Okay, nichts. Yes. Take care, Jove. Ich versuche immer vorsichtig zu sein. Ich brauche 191 noch für das nächste, oder? Ich habe 191, ich brauche 240. Nur noch 50. Wird es hier lang dauern? Das war's, oder? Ja. Ja, keine Ahnung, wo lang. Boah, das ist ja alles hier. Woher soll ich das denn wissen? Mehr Widerstände. Ein einziger Echo-Belohnung, ein einziger Gegenstand, 16 Zeitlinienstabilität. Bis zu 34 Bonus-Zeitlinienstabilität. Okay, bis 32. Ist ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss.
Steht es hier irgendwo, wo ich hin muss? Passives. Gameplay. Gear. Giving last epoch, finding items and using the powerful crafting system to enhance item. As long as an item forging potential left, players can upgrade or modify the epics up to tier 5. Ach so, deswegen ist das ein Tier. Warte mal. Nicht so ein Gegenstand, wo da so irgendein Teil stand. Okay. However, the powerful exalted tier affixes are drop only and can't be modified by players. Using the correct item bases allowed to make us of the amazing implicits. Combine passive idols and blessing to cap your resistance and stack as many other defense layer as possible. Plan ahead of your next upgrades and consider empowering blessings of your building while gearing. Finish up by farming uniques, legendary potential, sealing exalted. Items to unleash all your powerbills. Here are the stat of gold for this build. Capped resistance. Wie hoch? 100%? Hier auch? Okay. 100% reduced bonus vom Crits. Capped endurance. Gesundheit zwischen das. Armor, intelligence, attack speed, increased damage. Melee critical strike wird. Okay. Move von 40 bis 70. Mal. Ist immer was. Milestone 1. Keep upgrading your gear with exalted. With sealed affixes. Get every stat in right place and correct base item. Min-max your gear in last epoch. Pushed extreme as exalted. Milestone 2. Get as close to perfect. Perfect rolls for blessing. Aber wie mache ich das denn? Also ich farm diese Waffe und dann pushe ich sie hoch. Das Embrance. T1 bis 7. Passive für Bild. Meistens 4. Und hier. Level 49 ist das ja schon krass. 81? Kann man 81 werden? Krass. 79. 74, yo. When all core defenses are covered, start working on your damage. Get intelligence, melee attack speed, critical strike multiplier and chance to shred armor on hit to increase your DPS drastically. Get chance to apply frailty on hit to decrease the damage enemies deal to you. Farm Siphon of Anguish from the Doom Chance it provides. Its common drop from Shade of Orobis in any Monolith of Fate Timeline. Shade of Orobis, was ist das? Shade of Orobis is a unique fight in the Monolith of Fate. Instead of requiring stability of the fight, you can show up on any timeline as an echo. Killing him either increase or decrease the amount of corruption for timeline, depending on how far he was from center. Was? Killing him either increases or decreases the amount of corruption from the timeline, depending how far he was from center and how much corruption the timeline already has. He has the largest skill set any boss in the game and selects a small number of them for each fight, providing different challenge every time you face him. Okay, this guide will cover the rewards, boss mechanic and provide a strategy for defeating this boss. Rewards. Ich brauche halt den Ring hier. Siphon of Anguish. Semantic Fate. Also das ist dieser Boss, der kann einfach auftauchen. Also das brauche ich. Theoretisch. Beim Advanced Gear oder so. 74, 66, krass.
von dem da. Spade of, also vom Orobis. Der kann auftauchen immer. For the doomed chance of rats. It's a carbon drop from Shadow in any monolith of faith timeline. You can farm this unique while you are look for empowered blessing. Verstärkter Segen. Empowered blessing. Monolith. Monolith. Empowered Blessing. Ich verstehe das immer noch nicht genau ganz. Shade. Additional Boss Guide Shade. Boss Guide, Boss Guide. Monolith for Beginners. This Monolith. Primary Endgame. Last Epoch once player done with campaigns is where they had next featuring. It features a branching map system target, effect scaling. How to access, okay, timelines. Timelines are islands of Monolith of Fate that provide their own web quests, boss and rewards as well as their own area level. Timelines that are higher on the map have a higher area level. Okay. Upon entering the Monolith for the first time, players have to access to one timeline. Upon completing the timeline, you hereby finish the echoes. Ihr Quest Echoes and killing the timeline specified boss players can choose between opening two new timelines. Ach so, ja, okay, ich sehe es. Um die Timelines tut sich immer wieder aufmachen. Eventually all timelines can be unlocked. Also some will require rerunning a previously completed timeline. Timelines can be completed as many times you want and players will often want to complete them multiple times to unlock other timelines and farm timeline specific rewards. Okay, es gibt in bestimmten Timelines bestimmte Rewards. Macht Sinn. Empowered Monolith. Das brauche ich ja. Empowered Monolith, guys. Monolith of Fate is a starting progression blast. Okay. Empowered versus Normal Monolith. Normal Timelines have their own area levels. Start at zero corruption and you can only increase your corruption at to maximum of 50. Empowered versions are all level 100, start at 100 corruption and can scale corruption infinitely, provided you can handle the challenge. Okay. There are also rewards that can only drop in empowered timelines or at levels of corruption that can only be achieved in them. We'll discuss this is more detail in later section. To empower your timelines. Also ich muss die empowern. In order to activate the empowered version of every timeline, you need to complete the normal version of Spirits of Fire, Last Rune and Age of Winter. Once these are complete, to head to the center island between the three timelines and click on the chest in the center. Empower Version of Empty Timeline unlocked. Okay, also ich habe diese Timelines, dann kann ich sie noch verstärken. Und diese eine Ringe sind jedem empowered. Also es muss empowered sein. Now, when you access a Timeline, you always have two options. You can play the normal version of the empowered version by selecting the appropriate option. Each web will be maintained with its own corruption stability, so you can go back and forth between them and choose. Okay. Area Level 90, Area Level 100, Minimum 50. Corruption increases monster health and damage. Corruption increases the rarity experience gained. Corruption also increases area level. Corruption increases monster health, bla bla bla. Corruption also increases rarity of echo rewards. Empowered. While this normal version. Empowered version of each time. Same blessing as the normal, but they roll much higher. This means in order to get the blessings in the game, you need to empowered version each time. Boss specific. Specify uniques. Every time boss had at least one unique that is exclusive to empowered. You need a particular unique that falls into this category. You're going to be farming it in empowered. Ja, okay. Aber weiter. Level 90 und 100? Really?
Okay, es gibt Empowered und dann gibt es noch. Achso, gibt es Advanced Militia Legend. Okay, das sind noch Strategien. Welcome to the Advanced Militia Legend. Hier sind unsere blending Tipps, and we understand how to maximize this game. So, one of the fates in primary and deepest endgame system lassen in the health skill progression blessing. It's grindy, but nature and its rewards take a long time to obtain if you jump in blind. Okay, naja, deswegen will ich, tue gerade das Ganze blind machen. Luckily, there are things you can do drastically increase your efficiency. There are multiple strategies that a player can use depending on their goals. These tactics are designed for empowered Monolith, so make sure to reach it as fast as possible. Okay, ich muss so schnell wie möglich empowered, damit ich die richtigen Gegenstände kriege, oder? To do so, defeat the three level 90 Timelines. Spirits of Fire, Age of Winter and Last Ruin. Okay. Special Echo Type. Special. Each timeline has its own echo that branch from a strategy. No complete echoes to gain specified rewards and stability, which can be used to fight the timeline boss. More echoes unlock. Okay. Bla bla bla. Beacon Echo. Normally, when you complete a echo, you can see two steps ahead. The echoes completed and one another beacon. Yeah. Container Beacon, bla, boah, ich habe keinen Bock mehr zu lesen, Alter. Corruption Farming. Also Corruption wird der increase Item Rarity Experience gained an amount of exalted rewards echoes that appears. Okay. Gaze of Erebos. It's important to know that completing the third quest echo defeating the timeline boss is an empowered timeline grants you Gaze of Erebos. Defeating the Shade of Erebos consumes all current gazes of Erebos within that timeline. You grant bonus corruption, allowing you to build those corruption how to quickly. Okay, if one of your timelines has more corruption than others, you can catch up with your highest value relatively quickly. Okay. Corruption Farm Strategy. Timeline Stability is not a priority. Okay, also das ist keine Priorität hier. Diese Stabilität hier. Da. Avoid Arena Echoes and huge Map Layouts. As they take longer to clear. Guck, was habe ich gemacht, oder? Have your Echoes to get as far as possible from the starting node of your Echo Map. Also, path your echoes to get as far as possible from the starting node of your echo. If you fill up your stability, defeat the timeline boss to gain Gaze of Erebos. Reach the edge of your web and defeat Shade of Erebos. Ja, das ist der, den ich brauche sogar, den Erebos. That grants at least plus 15 base corruption. Repeat until you reach your desired corruption. Habe ich nicht genau gecheckt. Ich hab verstanden, was da steht. Ich habe aber nicht verstanden, wie. You can defeat Shadow Erebos much you wish to continue building corruption. However, the more you have, the further Timeline Boss Farming. Digga! Komm mal, Timeline Boss, das ist Timeline Stakes. Boah, ich kann nicht mehr. Studium! Studium ist gefragt, um das zu verstehen. Studium! Fuck! So, mir gerade ein Video angeschaut, ist aber nicht mit reingenommen, habe ich rausgekartet. Ja, wir müssen anscheinend, unser Ziel ist es, da hoch zu kommen hier. Feuer, Winter und das hier. Dass wir das hier oben irgendwie freischalten, dann wird erst die Corruption freigeschaltet und wir sollten straight in einer Line gehen und dann kriegen wir die Blessings irgendwie anscheinend. Ja, dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Ich muss halt dann auch schauen, welche Blessings ich brauche. Mal gucken. Geht mal straight eine Line. Je weiter weg, desto besser. Je weiter weg, desto besser. Alle Modifikationen halten Dreieck. Schau, hier kriegt man Zeitlinien 16 und hier sind Zeitlinien 10. Okay. Also je weiter weg bist, desto besser hier. Oder machen wir das doch mal. Und ich glaube, wenn ich die Stabilität hoch habe, kann ich dann einen Boss fighten. Dann ist das hier fertig und dann krieg ich safe ein Blessing.
hab geschaut, ich habe noch null Blessings. Anscheinend sind das die Segen, wo man irgendwas boosten kann oder so. Die Chance, gewisse Drops und sowas zu erhöhen. Gut, dann machen wir mal das hier. Wo können wir denn hin? Da machen wir einfach. Ich brauche das richtige Blessing, sonst muss ich alles nochmal machen. Okay. Na gut, schauen wir mal, wie das funktioniert hier. So, Guide gelesen, Kopfschmerzen bekommen und dann Video angeschaut. Hat es nicht besser gemacht mit Kopfschmerzen, aber vielleicht doch ein bisschen mehr verstanden. Nur noch nicht zu 100% alles. Aber da muss ich halt erstmal schauen, welche Blessings ich genau brauche, um mein Gear zu farmen. Ich muss mir noch mehr Guides anschauen, um zu schauen, wie das mit dem Aufwerten geht und was ich genau aufwerten muss. Weil die Sachen tut man ja aufwerten. Tut sie ja nicht so in ihrem Grundzustand, droppen die anscheinend nicht. Und das ist eine komische Welt mit irgendwelchen Brücken oder so. Komm schon, ich brauche halt, ich muss. Meine Gestalt darf nicht verloren gehen, ja, wird sie doch. Jetzt kurz warten. Kurz warten, bis meine Gestalt ready ist. Jetzt. Bei einem kann man das ja noch so ein bisschen sehen. Bei einem Typen, der da irgendwas wirft, aber bei mehreren ist halt, finde ich, sehr schwierig. Und mit dem Gear, wie ich das genau upgrade, muss ich auch nochmal schauen, vielleicht im Video. Ist auch noch so way to go. Und man soll anscheinend hier von mit Level 20, 27 die Profis hinkommen mit gutem Gear. Aber ist doch bestimmt nur mit dem Twink, wenn der Main was gefarmt hat, oder? Kann mir vorstellen. Wenn du Shared Chest hast und der Main farmt irgendwelche Sachen, die du dann vielleicht low anziehen kannst. Ich schätze mal dann. Ich schätze mal dann. Sachen gedroppt, aber anscheinend noch nichts Geiles für mich. Nach links unten. Was haben wir das schon? Da steht man muss Level 58 hin. Und ich tue mich halt so jetzt nicht so wirklich schwer, aber auch nicht so einfach. Der Mensch kommt da mit Level 27 hin. Das ist ja crazy. Wer hier? So wieder zugemacht. Ich hatte kurz gelüftet hier. Ist arschkalt. Merkt man schon nach einer Sekunde. Nach einer Sekunde, wenn man offen hat, dass es kalt ist. 2 Grad oder so hier. Zum Glück. Finde ich gut. Nur nicht zu lange offen halten, dass man irgendwie nicht hier sich erkältet. So, muss ja nicht sein hier. Muss kurz auf die Gestalt wieder warten. Das ist sogar das ist ein Endtyp, oder?
Ja, genau. Steht ja sogar dabei, dass es so ein Endtyp ist. Weil da war ja dieser Kreis hier. Bin ja gespannt, wie schwer der Endboss dieses Dings ist hier. Schwer Endboss dieses ganzen Echos, also dieses ganzen Dings. Wieder hat er wieder weniger gesunde Rüstung, Feuerständigkeit, Kaltwiderstand, Beton ist ja Melomana. Alles gut hier. Zerstärke 64, oh, boah, es ist schon nicht ohne hier. 50, 58. 54% erhöhte LP. 80. 78. Multiplikat, das ist das, was ich eigentlich brauche, hä? Erhöhte Giftwiderstand, Multiplikat für kritische Treffer. 80. Ich nehme dann das da. Willst du sogar jetzt tauschen, krass. Zwar kein Schadenzauber mehr, aber da machst du nichts. Ich erstmal tauschen den. Yes. Jo. Take care. Das hat ein bisschen XP hier. Götze, erhöhter Dienerfeuerschaden, erhöhtes Abklingzeit, Wiederherstellungstemper bei Transplantation. Das ist, was? 7% erhöhte Abklingzeit. Warum? Chance für Diener, Vergiftung, Christopher für Chance für Skelette, Magier, niedrige LP. Warum sollte ich das Negative nehmen hier? Mehr Abklingzeit? Oder ist das nur falsch übersetzt? Oder gibt es denn immer ein was Gutes und was Schlechtes? Ein Buff und ein Debuff, oder wie? Yes. Take care. Take care. Achso, ich kann erst hier hin zu dem. Okay, jetzt darf ich dahin. Ja, dann gucken wir mal. Diese komischen Stiere hier, wie diese Bullen hier. Oh, normale Gestalt. Gar nicht gemerkt. Anscheinend ist Level 100 Max, oder? Kann es sein? Du bist verstanden mit dem ganzen Corruption-Ding da. Ist Level 100 Max hier. Was für eine Götze ist das? Schau mal auf, jetzt ist ein elektrischer Widerstand. Lass mal schauen.
Ich denke mal, die Items sind gut. Ich habe den heftigen Endgame-Loot-Filter drin, aber ist ja doch nichts. Ist ja doch oft nichts für mich. Ist ja doch oft nichts für mich. Noch mal ein paar mehr Guides anschauen, bis wir halt dann irgendwie den richtigen Guide finden, der uns das sagt, was wir halt, was uns fehlt. Und das war, der jetzige war schon nice. Ich habe ja noch überhaupt gar kein Blessing. Dass da welche mit Level 27 hierher gehen, ist auch heftig. Aber ich denke mir schon, wie ich schon vermute, dass die hier halt reingehen, wenn sie ein, wenn es ein Twink ist, wenn sie schon einen Schal gelevelt haben. Weil wie sollen sie sonst ans Gear kommen? Wenn dein Main schon irgendwelche Gear gefarmt hat und dann das kannst du mit Low Level nutzen, dann kannst du es ja deinem alternativen Char geben. Hier geht es anscheinend noch weiter, aber ich habe doch da schon geschaut. Ach, ich bin schon fertig? Ich bin schon fertig, ja, dann gehen wir halt. Ich denke, wo sind noch welche? Einfach komplett hier. Krass. Mit Mana. Okay. Wird schon. Erstmal so ein Endgame zu verstehen, ist auch so eine Sache von so einem Spiel. Macht das erstmal. Take care. Ich muss erstmal peilen hier. XP? Nö, schau mal, ein paar Ringe. Sogar für mich anscheinend. Nekroschaden, Schergenschaden, Blitzwiderstand. Diener LP. Ja, das sind wieder so viele Sachen. Weiß ich nicht, was besser ist, Alter. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, irgendwelche Ringe, die ich wieder bekomme, wo ich nicht weiß, ob sie besser sind. Jetzt kriegen wir noch mehr, schau. Besudelte Götze, was macht der in den Schaden im Laufe der Zeit? Nektoschaden. Das ist krank, Millionen Items hier, aber die können wir ja verkaufen. Die können wir ja verkaufen hier. So. Also immer weiter nach außen. Bald haben wir es ja. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Bin gespannt, was kommt, wenn ich dieses Dings da oben habe. Diese Zeit irgendwas. Der eine hat da gesagt, es macht gar nichts aus. Aber ich anscheinend nur so complete ich das. Also, aber ich bin anscheinend mit der Story durch. Das war dann der Endboss. War nicht ohne. Ich bin froh, dass ich überhaupt geschafft habe. Oh, normale Ding, dann warte ich noch mit dem Aufmachen.
Dann warte ich noch mit dem Aufmachen. Noch 3 Stunden, ja, das geht ja. Easy. Dieser Ritter, ne? Wenn ich immer hin und her portet, kann ich auch, aber ich sehe den gar nicht. Vor lauter den anderen Viechern hier. Was ist denn jetzt schon wieder hin? Das ist der gar nicht. Eine Gestalt darf nur nicht. Ah, Kettengürtel-Experiment ist gut, ist gut, ist gut. Ich glaube, ich habe das die Story komplett durchgeschafft. Jetzt versuche ich irgendwie das Endgame zu verstehen hier. Oh, Gestalt weg. Wieso bricht das denn ab? Stört der Drucker? Ist das so eine Art Mikrowelle oder was? Morgen wird wieder gemessen, Voodoo. Das Experiment wird auch weitergeführt, auch den ganzen März anscheinend. Von mir ist auch April, bis ich halt nicht mehr fett bin. Und ich werde auch das nicht mehr. Oberschenkel lasse ich, aber Unterschenkel passe ich. Ich meine nicht die Wade. Mir ist nur zu dem Zeitpunkt damals nicht eingefallen, was ich meine. Und wie du siehst, habe ich das Mikrofon wieder weg von der Fresse getan, denn da geht es mir besser mit der Sitzposition. Ich hab nicht gepeilt, warum ich wieder so brutale Schmerzen hatte beim Sitzen, aber wenn ich da straight beim Mikrofon sitze, immer so genau die gleiche Haltung haben muss, geht's einfach nicht. Tut's einfach weh. Das war halt krass. Und so kann ich zumindest einige Mikrokorrekturen links, rechts machen. Weißt du? So ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts. Und dann geht's mir auch besser. Weil das war so krass. Das war so krass die letzten 2 Tage, als ich das da gespielt habe, mit dem vor dem Mikrofon sitzen. Es war so eine sehr, sehr schwere Position für den Körper, das zu halten. Ich musste irgendwie versuchen, die Füße einigermaßen in eine Position zu bringen, dass es nicht zu weh tut. Dann das gleiche mit dem Rücken und dann muss ich halt immer wieder links, rechts korrigieren. Und das halt die ganze Zeit. Und so ist es halt einfach, so habe ich halt mehr Freiheit. Klar leidet ein bisschen der Sound runter, aber da ist mir die Gesundheit doch wichtiger. Ich muss mich ja eh oft genug konzentrieren hier. Füße, Rücken und Augen. Ich versuche, solange diese Aufnahme läuft, nicht zu viel zu blinzen, damit ich nicht so wie so ein Idiot ausschaue. Und ja, dann noch auf den Rücken und auf die Füße konzentrieren.